Willkommen zurück bei Assassin's Creed und es ist schon Part 16. Und wir stehen vor einer sehr großen Herausforderung. Wir müssen nämlich einen Karren holen. Und ja, als ich den vorhin geholt habe, hatte ich einen kleinen Unfall mit den Pferden. Und sie hingen dann von der Brücke. Könnt ihr im letzten Part, könnt ihr das sehen. Es war sehr lustig, aber ich glaube, bevor wir das machen, müssen wir natürlich wieder die tägliche Quest uns abholen. Die machen wir dann aber wahrscheinlich erst danach. Weil ich mit dem anderen jetzt schon angefangen habe. Ich mach mal eben den Ton ein bisschen lauter. Ja, so ist doch gut. Ne, je nachdem, welches Spiel man spielt, ist das immer unterschiedlich laut. Das nervt. Hey, Sunny, komm her! Ein Informant erzählte mir von einigen Grabräubern in der Nähe. Diese Maden bestehlen die Götter. Das müssen wir verhindern. Töte alle im Konvoi und berge das Attentat. Da habe ich das wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Zeit für, ne? Und dann machen wir das. Ach, 9 Stunden, easy. Ich weiß nicht, welche Zeit die dann nehmen, aber jetzt ist 16 Uhr. Also bis Mitternacht, 6 sind noch 8 Stunden. Und wir hatten dann immer bis 1 Uhr Zeit, oder was? Ah, wahrscheinlich wegen Sommerzeit irgendwas. Weiß ja nicht, vielleicht nehmen wir diese London-Zeit, diese normale. Weg da! Lux, sie erlauben nicht hier und hier Neste. Moment, was? Niemand kommt durch. Ach ja, die muss ich erst töten, ja, genau. So, erstmal schön plündern. Entschuldigung. So, jetzt ist mein Wagen natürlich wieder weg. Und ich bin schon wieder voller Blut. Aber Tatsache, das finde ich wenigstens geil in dem Spiel. Also ich mag das, das ist ja auch bei Skyrim so. Beobachtet die jemand? Keine Ahnung, irgendwie komisch. Sieht nicht so aus. So, jetzt muss ich erst lenken. Boah, die ist aber super schnell, ne? Der Wagen. Und irgendwie kann man auch lenken, ohne dass die losfahren. So, zum Priester. Ja, das ist gruselig. Man kann auch lenken. Und dann laufen die quasi trotzdem nach geradeaus. Oh, echt Kutsche fahren. Da muss man ja auch einen echten Führerschein machen, ne? Kann ich mir jetzt aber auch vorstellen. Warum. Ja, keine Ahnung. Bewegung, los! Ja, ich werde die Zivilisten gleich beschützen. Ich muss erstmal hier einen Wagen fahren. Ach, deswegen haben die das gesagt, ich soll die Zivilisten beschützen und die nicht umfahren. Wo muss ich jetzt hin? Oh, ich falle doch sowas von ins Wasser. Absteigen, so. Hi Priester, hier ist dein Karren. Ein Karren Lebensmittel. Wie bestellt. Die Wachen des Pharao haben gerne gespendet. Das, Seni, ist mehr, als ich erwartet habe. Serapis wird das Volk heute gut versorgen. Möget ihr seinen Segen empfangen, Priester. Du auch, Magi. Cool. Jetzt mache ich die andere Quest, aber ganz ehrlich, ich...
Noch 2 Tage. Werden wir eh nicht schaffen. Hab auch, also ganz ehrlich, ich schaffe vielleicht in 2 Tagen Stufe 16 oder so. Dann kann ich es gerne versuchen, aber wahrscheinlich werde ich komplett sterben. Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Weg hier. Nicht. Ich weiß nicht, warum ich immer sowas mache. Ach du Scheiße, ist das hoch. Ah, wir müssen das ja trainieren. Komm, auf diesem Schnellreisepunkt war ich auf jeden Fall schon. Ich weiß nicht, ob wir hier oben lang müssen oder da unten. Hier suche ich immer noch das Papyrus. Okay, das war, glaube ich, einfach ein Umweg, aber diese Richtung. Ja, okay, so viel Umweg war das anscheinend auch nicht. Ah, okay, das wird alles transportiert. Da muss ich hin. Gut, es wurde mir eh vorher die ganze Zeit schon angezeigt. Keine Ahnung, warum ich das jetzt markiert habe. Achso, übrigens, im Moment kommen ein bisschen wenig Skyrim-Videos. Ich habe im Moment nicht so Lust, das zu spielen. Es wird mir gerade ein bisschen eintönig, aber werde ich auf jeden Fall auch wieder spielen. Das hier finde ich halt gerade irgendwie nur geiler. Und das finde ich irgendwie auch doof. Sobald ich in der Nähe bin... Also sobald ich irgendwie in Bewegung bin, wird mir immer mein Weg nicht mehr angezeigt. Und ich muss das irgendwie wieder neu markieren. Das ist voll doof. Okay, der Konvoi bewegt sich auch. Scheiße. Das ist der Konvoi. Okay. Das kann ja wieder ewig dauern. Und auch hier weiß ich wieder nicht, wer hier die böse Herrschaft in der Stadt hat. Oh, ich muss die alle nacheinander, aber es wird ja dann hoffentlich nicht auffallen. So. Ich glaube, gleich kann ich schon einen Attentat machen. Ja. Ah, guck mal, denen ist das gar nicht aufgefallen. Dein Kumpel hat's mal gemacht. Ey, du reitest doch selber irgendwelche Leute um hier. Wie, und den anderen ist halt immer noch nicht aufgefallen. Das finde ich natürlich geil. Und jetzt. Habe ich jetzt das antike Artefakt? Ja, habe ich. Ah, komm. Dann reiten wir mal mit dem gestohlenen Pferd. Sorry, ich habe deinen Besitzer umgebracht. Oder deinen Reiter. Und ich muss mir auch selber mal Rohstoffe bestellen. Ich möchte nämlich demnächst mal wieder was herstellen, ein Gegenstand. Muss ich jetzt vielleicht gleich einfach mal gucken. Ein erfüllter Auftrag verlangt nach einer Belohnung, nicht wahr? Naja. Okay, cool. Dann nehme ich das doch mal. Also, wir wollen etwas Neues aus... Also hier, das würde ich gerne herstellen. Ach, das kann ich jetzt herstellen. So, das... Ich brauche noch 2 von diesen Dingern. Und dieses Fell. Okay, ich brauche Fell. So, irgendeine Waffe ist doch jetzt... Habe ich doch gerade neu bekommen, oder?
So, dann kann ich jetzt eigentlich auch mal wieder ein paar Sachen verkaufen. Irgendein anderes Pferd hatte ich vorher. Mit diesen zwei Klingen komme ich echt einfach nicht gut klar. Mit dem Schild, ne, ist immer noch so. Ganz gut, das auch. Okay. Dann wird jetzt, glaube ich, so ein bisschen organisatorisch, was ich heute hier mache. Ich möchte jetzt einmal zum Schmied. Klamotten lasse ich erstmal so. Da habe ich irgendwie noch nichts Besseres gefunden. Komm, erleichtern wir deinen Geldbeutel. Unnötige Gegenstände verkaufen. Ja, abgemacht. So. Das will ich verkaufen. Das können wir machen. Das will ich verkaufen. Abgemacht. Speere benutze ich auch nicht. Kampfbogen brauche ich auch nicht mehr. Bronzeschild brauche ich nicht. Holzschild brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht mehr. Das will ich auf jeden Fall noch behalten. Die brauche ich nicht mehr. Keule brauche ich auch nicht. Ja, abgemacht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Dann aufrüsten. Jagdbögen, vielleicht sollte ich den aufrüsten. Und ja, nee, Schwert rüste ich jetzt erstmal nicht aus. Dann wollte ich doch jetzt noch ein bisschen Material. Das da brauche ich noch. Ja, ich glaube, hier kommt man echt einfach nur da dran, indem man den Leuten hinterher rennt. Am besten auch noch auf einem Pferd. So. Jetzt muss ich da schnell hinterher, hab nämlich jetzt schon Zeit verloren. Bewegung! Oh, ich dachte, man reitet immer rechts. Wollte ich da ausweichen? Oh, da liegt jemand tot auf der Erde. Aber ich weiß auch nicht, reitet man hier immer links vorbei? Wie ist das in Ägypten? Ich meine, letztens in einem Film gesehen zu haben, die fahren auch links. Also so wie Engländer oder so. Ja, und ich glaube, hier in der Stadt kann er nicht so schnell reiten. Gefühlt war der Wagen nämlich schneller. Okay, waren auch zwei Pferde, aber war ja auch noch mit dem Wagen mit Heu drauf. So. Den Weg frei, schnell! Keine Ahnung, ich fahre jetzt einfach so und jetzt natürlich jetzt hier rechts auf der Straße. Auch fahren, ne? Vielleicht probiere ich heute Abend dann nochmal die einen Quests, weil morgen habe ich keine Zeit und dann ist schon der Tag vorbei. Morgen steht dann nur noch ein Tag und übermorgen ist das dann, glaube ich, vorbei. Ich weiß nicht, ob man vom Pferd aus ein Attentat machen kann. Ich glaube nicht. So, gleich sind wir da. Oh nein, da kommen noch mehr Soldaten. Da muss ich danach aber schnell abhauen, glaube ich. Übrigens, das Schild gefällt mir richtig gut, was ich gerade habe. Vom Design her. Geh mir aus dem Weg! Oh, das bedeutet Ärger. Gib den Weg frei. Oh, jetzt hier hin. Hä, ich dachte, den habe ich gerade geattentatet. Oder hat der hier auch noch was dabei? Oh nee, jetzt muss ich wieder... Oh, ich habe die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Hey, wer... Der Tod wartet.
Oh, krasse Waffe. Oh nein, das ist noch nicht mein Schwert. Das habe ich... Nee, das möchte ich, glaube ich, doch nicht benutzen. Oh nein, nein, nein. Ich dachte, das wäre ein Schwert. Na, ist eine Axt, ne? So, dann nehme ich hier die Sturmklingen. Hier nehme ich das Chipech. Da muss ich jetzt doch nochmal zum Schmied. Sorry, aber der ist ja auch direkt hier. Nein. Dachte ich zumindest. Was machst du denn da? Ja, okay, dann muss ich auf der anderen Seite runter. Okay, abgerollt. Aber hier ist jetzt hier der Schmied. Ja, ist er. Willkommen, willkommen. Kann man da irgendwas kaufen? Da will ich nicht haben. Aber ich muss erstmal was verkaufen, damit ich mir es aufrüsten kann. Ach, was will ich denn verkaufen? Ich glaube, den hier kann ich verkaufen. Das können wir machen. So, jetzt reicht das. Jetzt kann ich mir das einmal aufrüsten. Alles klar. Habe ich noch genug Plunder, den ich verkaufen kann? Na, eigentlich nicht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt eine Quest machen, wo ich auf jeden Fall vielleicht auch Geld kriegen kann. Ja, das machen wir. Oh, warte, da war gerade noch eine andere. Das ist eine Hauptquest. Die Hauptquests machen wir auch demnächst, danach. Im nächsten Part machen wir eine Hauptquest. Okay, da muss ich hin. So, danach ist der Part dann zu Ende. Ich wollte das ja so ein bisschen wieder ordentlicher machen. Und dann im nächsten Part machen wir die Hauptquest. Ja, das ist die Idee. Wo wird er jetzt hin transportiert? Wahrscheinlich hier hinter. Oh, scheiße. Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanos, ein Beschützer. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Muss ich einen Attentat machen? Oh, der ist ja fast schneller als ich. Keine Ahnung, was ich machen soll. Wie soll ich den denn retten? Sag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da als Nächsten! Der da stinkt wie die Pest! Pass auf! Nimm dich in Acht, sein Haar! Er hat Läuse! Läuse! Wer kämpft denn da mit dem?
Ich hab dich! Gemeinsam! Ich werf die Straße in Klavier! Ich muss mein Ziel erreichen! Okay, das war ja dumm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss weiter. Haltet alle Verfolger auf. Gib auf. Ich hab dich. Nimm mir aus. Lasst nichts und ich muss weiter. Haltet alle Verfolger auf. Ja, ist mir egal, wenn die mich die ganze Zeit abknallen. Ich muss mir jetzt eh einen anderen Plan überlegen, ja. Das hat also nicht so funktioniert. Keine Ahnung, und dieses Ausrufezeichen, weiß ich auch nicht, was das da soll und warum ich da hinlaufe. Also eigentlich wäre es schlau, wenn ich Attentat da auf den mache. Ist jetzt die Frage, mache ich das zu Fuß oder auf meinem Pferd? Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanus, ein Beschützer. Geht mir aus dem Weg. Achtung, lass mich durch. Weg! Weg! Schlag den da nochmal! Hab dich! Ach Mann, oh wie dumm! Okay, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Vielleicht starte ich die jetzt einfach nochmal neu, die Quest. Also ist mir jetzt egal, wie oft ich getroffen werde. Ich weiß, ich muss da reinspringen, muss den Typen einfach nur rauszerren und fertig. Ich muss weiter! Haltet alle Verfolger auf! Und dann bringe ich den zum Hafen. Geh mir aus dem Weg! Nichts mit, Brüder! Ich darf nicht scheitern! Ach komm, bringt mich um, ich will das nochmal machen. Ja, bringt mich um, ist mir egal. So, ich will das nochmal machen. Ist auch neu, sich selber umbringen zu lassen, weil man jetzt rausgefunden hat, wie die Quest geht und keinen Bock hat, das jetzt unter Beschuss zu machen. Oh. Da ist er gerade lang gekommen. Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Okay, das kann ja nicht schaden, bei anderen Attentate zu machen. Ah, die Keule könnte ich verkaufen. Und ich habe da ein bisschen neues Geld bekommen. Ich bin ein Freund von Phanus, ein Beschützer. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich näher da. So, Tür aufmachen, reingehen, tragen, ihn rausholen. Ich hab länger sag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da ist nicht! Bleib bei mir! Oh, ich glaube, diese Quest wird länger dauern, als mir lieb ist. Ah ja, aber das ist eine gute Idee.
Was muss ich nochmal drücken? Dann macht der F, ne? Also ich dachte mit Zenu. Wo ist der Karren? Hä? Wie geht denn das nochmal? Es geht mir um diese Fähigkeit. F, damit er den betäubt. Okay. Wo, wo, wo? Okay, ich schwebe da erstmal hin, dann soll er den betäuben und dann renne ich dahin. Oh. Ach, keine Ahnung wie, aber der kommt jetzt auf jeden Fall auf mich zu. Dann kämpfe ich den halt jetzt an. Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flachos haben mir die Hüfte gebrochen. Ja, nicht, dass sie das sehen, ne? Ich bitte dich. Deine Frau sagte, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Beste, ja. Es gibt ein Boot im Hafen. Bring mich dorthin. Dieser Eodoros, ein abscheulicher Mensch. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier raus. Dass ich ein besseres Buch geschrieben habe. Es war ein Buch über den Nil, voll wunderbarer Beschreibungen. Und ich kann sehr gut beschreiben, wenn ich das sagen darf. Deshalb hat Eodoros so viel aus meinem Buch gestohlen. Jetzt muss ich den echt, er labert mich jetzt voll, bis ich den dahin gebracht habe. Er weiß gar nichts über den Nil. Er könnte nicht mal ein Nilpferd beschreiben, selbst wenn es ihm in den Arsch beißt. Die Soldaten werden mich umbringen, wenn sie uns finden. Und was wird dann aus meiner geliebten Frau? Sie ist das Licht meines Lebens. Nur mein Buch gefiel ihr nicht. Zu viele Krokodile, sagte sie, womit sie nicht ganz unrecht hat. Trotzdem, Eodoros wird sich dafür verantworten müssen. Das wird er. Das wird er. Ich weiß nicht. Oh, ich hoffe hier. Unfassbar, dass sie einen alten Mann verprügeln. Die neue Generation von Poeten aus Alexandria scheint aus anderem Holz geschnitzt zu sein. Sie gehen jedenfalls Risiken ein. Grüße sie von mir bitte. Es wird immer schwerer, hier gute Werke zu schreiben. Dann tschüss, hau ab. Verlass jetzt einfach deine Frau. Aristo, hier drüben. Ach, da ist das sie. Das Boot ist bereit. Wir stechen in See, sobald du an Bord bist. Meine Frau, den Göttern sei Dank, wir sind da. Mein Liebster, ich bin so dankbar, dass du frei bist. Bitte, wir müssen aus der Stadt verschwinden. Wir müssen fliehen. Die verdammten Wachen werden mich finden. Ägypten ist kein Ort für einen Philosophen. Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Sehen wir uns im Leben. Nächsten Part. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. In dem neuen Teil von Assassin's Pflicht und Creed. Ehre gegenüber das habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Geil. So. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Nee, nur Punkte. Egal. So, es wird jetzt hier angeteasert, im nächsten Part machen wir eine Hauptquest. Und zwar das. Das machen wir im nächsten Part. In diesem Part nicht, der endet jetzt hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.